Was ist das? Hast du dich verlaufen, Arse? Kommt darauf an. Ich suche jemanden. Mir wurde gesagt, ich würde sie hier finden. Vielleicht kennst du sie. Eine Feuerriesin, etwa dein Alter, heißt Aesa. Und ihr Vater ist, sag ich es, ein aufgeblasener Narr, der sich für einen Gott hält. Nie von ihr gehört. Dann wird es dich sicher nicht stören, wenn ich etwas bleibe. Meine Füße im Feuerbad wärme. Ich habe einen besseren Einfall. Kehr um. Geh dorthin zurück, wo du herkamst. Und pass besser auf, wo du hintrittst. So heißt man neugierige Besucher aber nicht willkommen. Willst du die nicht wegpacken? Warum? Hast du Angst, dass ich weiß, wie man ihn benutzt? Ich bin sicher, dass du ihn benutzen kannst. Recht passabel sogar. Aber dann müsste ich dich töten. Keine Sorge, das wirst du nicht. Aesa, es gibt einen einfachen Ausweg. Wo bliebe denn dein Spaß? Tod regne herab! Hinter den Feuern!
Lassen wir den Plunder aus dem Spiel, ja? Oh nein. Göttliche Häme. Streck mich nieder, ich ertrag es nicht. An deiner Stelle würde ich mir die scharfe Zunge für einen passenderen Augenblick aufheben. Surtu kein solches Schmuckstück. Und doch hatte auch er Schwierigkeiten damit zu sterben. Du warst das also in Eitri. Welcher Zwist hat dich dazu gebracht, mit meinem Vater zu kämpfen? Er hat meinen Sohn entführt. Und nun lasse ich deinen Vater von seiner eigenen Medizin kosten. Beweg dich, auf dass ich sein Kind gegen meines tausche. Offenbar kennst du meinen Vater schlecht. Dein Sohn. Balda, nehme ich an. Er hat etwas, das mein Vater braucht. Und wenn dem so ist, nimmt Papa eher meinen Tod in Kauf, als deinen Forderungen nachzugeben. Wenn du deinen Sohn zurück willst, wirst du etwas weitaus Wertvolleres als mich zum Handeln brauchen. Ich, seine eigene Tochter, werde schlicht nicht genügen. Dann gibt es keinen Grund mehr, warum du atmen solltest. Acer, wir haben es gefunden! Oh! Was gefunden? Was habt ihr gefunden? Acer wird nicht wollen, dass ich das sage. Acer ist nicht länger hier. Ich schon. Der erhabene Asgards. Man nennt mich der Wütende. Und du hast meine Laune in der Hand. Ein Wandbild. Acer glaubt, es könnte ihr helfen, in ein altes Gewölbe zu gelangen. Es ist in einer Höhle. Da drüben. Solange Surt lebt, wird mein Sohn sein Gefangener sein. Aber wie tötet man etwas, das nicht getötet wird, wenn der Tod nicht seine Schwäche ist? Muss ich etwas anderes finden? Du bist wirklich leichtfüßig, Acer. Verfolgst du mich jetzt? Du bist recht nützlich geworden, Aase. Hab Dank für das Öffnen des Gewölbes. Nun sag mir, was ist dort geschehen? Ich folge der Spur des Gestanks. Genau wie du. Verrätst du mir vielleicht, wieso? Vor Tagen beorderte Sinmara meine besten Krieger zum Gewölbe, ohne es für nötig zu halten, mir Bescheid zu geben. Seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Zumindest zielt dein Argwohn in die richtige Richtung. Wessen Behausung ist das hier? Er nennt sich Kaldar. Ein Meister der Zauberei, die auch Seda genannt wird. Dies ist der Ort, an dem er seine Kunst ausübt. Was er da auch tut, Seda ist es nicht. Zumindest keine Form, die mir bekannt ist. Er benutzt etwas, das Hugakir heißt. Es ist Teil eines tödlichen Rituals. Und dieser Raum sagt mir, dass sich die Toten weiter anhäufen werden. Zwerge, Jötner, Mospels Volk. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie auch? Deine Stiefmutter verachtet dich und misstraut dir. Dein Vater nur Letzteres. Bisher. Doch ihre vergifteten Worte könnten bald dafür sorgen, dass er dich ebenso hasst, wie sie es tut. All das ist eine Lüge. Ein unredlicher Versuch, mich gegen sie aufzuhetzen. Sieh dir den Dreck doch selbst an. Eine andere Wahrheit wirst du dort nicht finden. Wo willst du hin? Dem Hugakir nach. Was es auch ist, dein Vater braucht es. Das könnte das einzige Druckmittel sein, um meinen Sohn zurückzubekommen. Kaldar hatte einen von Wasser umgebenen Ort im Nordosten auf der Karte. Wenn er dort ein weiteres Ritual plant, kann ich vielleicht dadurch verstehen, welchen Wert dieser Hugakir hat. Warum sammelt Surt Hugia? Was hat er mit dem Hugakir vor? Sag es mir! Warum planst du, mein Werk zu vollenden? Frage dich, wie sehr du in deinen letzten Momenten leiden möchtest. Na los, tu es! Du verschwendest deinen Atem. Er wird es dir nicht sagen. Das muss er auch nicht. Ich kenne seine Geheimnisse nun. Du willst sie? Geh zur Seite.
Geh zur Seite oder ich vernichte ihn. Verräterin! Verräterin? Du bist es, der seinesgleichen abschlachtet. Was ich tue, tue ich für Surt. Solch eine Hingabe erfordert einen starken Huger. So viele Opfer. Und du hättest nur nach innen blicken müssen. Hatte er recht? Willst du den Hugerkerl vervollständigen? Surt wird meinen Sohn gegen nichts tauschen, das er nicht verwenden kann. Also wirst du es durchziehen? Wozu? Wie viele Leben würdest du nehmen? Für Balder würde ich alle neuen Welten lehren. Sogar Asgard. Die Worte eines schrecklichen Königs. Und eines selbstlosen Vaters. Das ist das Einzige, was dich von meinem unterscheidet. Du willst deinen Sohn zurückhaben. Ich will die Pläne meines Vaters in Scherben sehen. Egal, was es kostet. Kannst du beides wahrmachen? Kann ich. Doch dann brauche ich deine Hilfe. Der Hugerkerl benötigt immer noch den Huger eines passenden Jötun. Kalder hat nie einen gefunden. Ich muss auf die Jagd gehen. Tu, was du willst. Ich schließe mich erst einmal meiner Stiefmutter an, wo sie auch sein mag. Ich werde herausfinden, welche Rolle der Hugerkerl in Vaters Plänen spielt. Und dabei mime ich natürlich ganz die reuige Stieftochter. Behalt es. Dann kann ich dich finden, wenn es Zeit ist, meinen Vater zu stellen. Du hast eine Verbindung zu diesem Schmuckstück? Anfangs wollte ich dich zu meinem Vorteil benutzen. Nun stehe ich in deiner Schuld. Ohne dich hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, wozu mein Vater fähig ist. Er hat unser Volk benutzt. Uns zu seinem Vorteil gegeneinander aufgehetzt. Das kann ich ihm nicht vergeben. Und somit bin ich deine Verbündete. In Asgard sind Verbündete Freunde. Übertreiben wir es nicht gleich.